So, grüßt euch, da bin ich wieder, ein Herr Spitzengärtner. Heute haben wir mal das Thema Kompost, bei uns ein wichtiges Thema, weil was willst du nie mit dem Sache? Das ist wertvoller Rohstoff, es ist nicht gut mit der Biotonne und das wegfahren und dann zahle ich auch noch ein Geld. Besser war es, man darf das selber verwerten. Und dann kriegt man einen Rohstoff, also kriegt man einen Kompost, der wo wirklich nicht zum Kaffee ist. Das hat nichts damit zu tun, wie dem, was du jetzt in so Kompostanlagen kriegst. Der wird angeliefert, wird gehäckselt und wird ein Haufen zusammen da und der wird warm und der dampft und der stinkt und ist in eine, wird er umgesetzt, der Bommel, dann ist er in einem Jahr fertig. Also das kann nicht sein. Das ist wie eine Sau, die wo du in 5, 6 Monaten herziehst und dann wird es verkauft oder eine Sau, die wo 2 Monate, 2 Jahre lang draus, also gar im Freien umeinander läuft und mit anderen Viechern ist genau das Gleiche. Das Fleisch schmeckt einfach anders. Das Schnee, das hat ja allgemein nicht so viel Wert. Aber unsere Welt ist, weil diese halt einmal schnelllebiger geworden. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, einen Garten habt und ein Eck habt, wo ihr ein paar Quadratmeter Platz habt, dann könnt ihr einen Kompost anlegen und das reizt euch nicht. Also, den Rohstoff, was du dann da kriegst, den Kompost, den jetzt ins Gartel nicht jetzt, wie der am Boden verbessert, ist nichts zum Ersetzen. Auch mit keinem Torf sogar oder irgendwie so. Da ist Zeug. Und wichtig ist ja, dass ihr einen Garten habt, wenn ihr nämlich keinen habt, sondern habt nur Küchenabfälle und nur Rasenschnitt, dann lasst es. Dann fährt es an Kompostanlagen auf, einen Recyclinghof und fertig. Weil, wenn ihr nur Rasenschnitt habt und die saftigen Abfälle von der Küche, dann wird das kein Kompost. Dann kriegt es Fliegen und es stinkt und es ist alles nichts und es schimpft und es geht es nicht gut und den Kompost auch nicht. Also dann macht es das nicht. Also es braucht einen Garten, wo da ein bisschen Streuer sind, wo Laub anfällt und wo Wurzelbäume anfallen, die man dann von den Beet- und Balkonbläschen von woanders her, die Wurzelbäume, die kann man wieder gut brauchen. So, also wie macht man jetzt das? Was kommt jetzt da überhaupt rein, also ein Kompost, wo man gar nicht denkt? Also ich sage es einmal gleich, also es kommt Papier rein. In alle möglichen Formen, Schachteln, im kleinen Mengen halt. Also klar, man hat ja so, es habt ja keinen großen Kompost, habt ja so einen Hauskompost. Wir haben natürlich kubikmeterweise das Ganze und das nehmen wir schon zwischen. Naja, und Karton geben wir auch rein, ab und zu mal. Und das halt, das ist ja alles mit, das ist ja Steirat und das hält den Kompost auch offen. Das ist wichtig, weil wir wollen ja kein Fäulnis, wir wollen ja Verrottung. Und keine anaeroben, sondern aerobe Bakterien, also und Pilze, die wo also Sauerstoff brauchen und Sauerstoff haben, dann ist das eine schöne Verrottung, die auch nicht stinkt und nicht warm wird und nicht dampft und unten so saftelt. Das können wir nämlich gar nicht brauchen. Darum halte ich auch von diesen Thermokompostern nicht viel, kann man vielleicht, ich habe jemand schon bessere Formen und sagt, das ist super, also ich finde es schlecht, weil was soll jetzt gut sein, dass das hohe Temperaturen hat. Ich glaube, ein Ringwurm, dem friert nicht leicht. Der braucht nicht warm. Und die anderen auch nicht, die anderen Insekten und was da so draußen umeinander läuft und kriecht und fliegt. Es ist ja kein Geheimnis, dass Schädlingsbekämpfung in Hallen, Lagerhallen gemacht wird, indem dass man die Luft aufheizt. Und die werden nicht auf 300 Grad aufgeheizt, sondern ich glaube bei 50 Grad, weiß jeder, aber wissen andere besser, da gerinnt nämlich das Eiweiß schon. Und wenn das Eiweiß gerinnt, ist der Insekt abgestorben. Also es bringt mir nichts, wenn im Kompost dann halt so hohe Temperaturen sind, dann sind die Lebewesen auch nicht mehr aktiv oder gleich gestorben. Das braucht es nicht. Also Thermokomposter und Thermometer rein und so und ja, immer 50 Grad, keine Ahnung, sowas ist ungut. Für meine Begriffe macht das gar nichts. Braucht es nicht. Also, Papier rein ein bisschen. Ein bisschen ist gut, ich, keine Ahnung, 10% sowas, kann es auch nicht sagen, aber das sagt sehr wenig voll, dass er nicht so feucht ist, das Ganze im Kompost und aus Luft drin, und dann geht das nicht so zusammen, und dann ist das besser. Wenn ihr Rasenschnitt habt, nicht so viel, den anderen Rest fährt es an Recyclinghof auf, und flach ausbringen, dass der gleich trocknet in der Sonne, dass das nicht so ein Batzen wird. Das pappt sofort zusammen, und das stinkt, oh, furchtbar, Rasenschnitt stinkt nach ein paar Stunden schon, das hört sich ein bisschen weh. Ich habe keinen Rasen, aber ich habe schon öfter gerochen. Und nur ein bisschen was obendrauf da, zum Zudecker passt das und den Rest fährt zum Recyclinghof. Nicht, weil es also ein Klump ist, das kannst du theoretisch auch flächig ausbraten, bis Drucker ist und dann kannst du es nämlich schon an Kompost da. Aber wer dort ist schon flächig da in Rasen und dann. Außer es habt ihr so einen, der ist sowieso nicht friert zusammen, dass ihr so einen Rasen mehr habt, da wo es dann liegen bleibt. Und dann wartet eine Zeit und dann rehert es zusammen. Aber das macht auch keiner, das ist jetzt viel Arbeit. Dann kann man das trocken mit zusammen da. Ganz gut ist,
mit der Sens zu mähen. Und da habt ihr 1 Meter, 1,50 Meter hohe, harte Grashalme und die sind super. Das kommt jetzt später noch dazu. Also was tut man auch? Papier haben wir schon gesagt. Dann halt sowas. Das ist zum Beispiel ein Stöckel von einem Rosenkohl. Sowas kriegst du eigentlich gar nicht, wenn du keinen eigenen Garten hast, weil die Rosen sind ja da in einem Plastikbeutel drin im Supermarkt und manche wissen gar nicht, wie der Rosenkohl wächst. Ich habe mal jemanden da gehabt, der so eine Zugreiste, die hat gemeint, pro Pflanze wächst ein Rosen hin. Also ein Kohl pro Pflanze. Nicht? Das war aber ein teurer Rosenkohl. Nein, nein. Und das sind die Stöckeln, die kommen gut brauchen. Den Grünkohl haben sie sogar früher, also Grünkohl wird ja teilweise 1,50 Meter, 2 Meter hoch in Norddeutschland, die uralten Sorten. Da haben die Stöckel noch getrocknet und haben sie sogar noch eingeheizt, dass alles verwertet war. Aber wir heizen es jetzt nicht, wir werden es jetzt kompostieren. Und sowas hält halt auch den Kompost offen, weil das ist gestarrt und verrottet trotzdem und das ist wichtig, offen, dass es offen ist. Dann all die Pflanzen. Die Wurzelballen, die kommen ja so nach, wenn es grob abbremst und so weiter. Das könnt ihr jetzt mit heimnehmen, aber könnt ihr ja schon einen Friedhof entsorgen, wenn da ein Kompost ist. Aber die Sachen sind super. Weil erstens ist die hochwertig, die Erden, das ist ja ein Torf großteils. Und das ist schon fast eigentlich ein wertvoller Kompost. Und das da oben, das vertrocknet auch, das wird wunderbar dann auch später noch ein Kompost. Wenn wir uns gleich so ranken, das ist von Kürbis noch übrig. Der ist auf Kompost gleich gewachsen, das passt dann auch gleich zusammen. Was auch noch ganz gut ist, ist Laub. Das fällt im Herbst sowieso. Das sollte man auf jeden Fall rein tun. Vielleicht tut man sich sogar wegen was auf Zeiten in irgendeine Ecke, dass man ab und zu mal wieder eine kleine Schicht über den Kompost drüber schmeißt. Dass erstens alles, was oben liegt, verrottet nicht. Das trocknet, auch nicht schlecht, aber es verrottet nicht. Erst einmal gar nicht. Wenn du ein blaues Papier hast, das liegt in der Wüste, das liegt ewig rum. Weil da keine Bakterien, Pilze hingehen, die wo die zersetzen könnten. Trockenheit ist wenig Leben, da ist nicht viel los. Und darum muss das zeitig sein im Schatten, dass wenn das nächste Mal regnet, dass sich das vollsaugt und dann nicht mehr trocknet und dann verrottet das. Dann kommen die Viecher, die Insekten, die das dann zersetzen und das geht so schnell. Innerhalb von Wochen ist da kein Papier nicht mehr da. Das bleibt nicht lang, aber bloß wenn es zeitig ist. Und darum ist wichtig, dass das ein Gras nehmt, das ist jetzt ein bisschen länger, weil wir haben ja einen Ranker, wo wir das schneiden. Und das wird zudeckt, immer mal wieder, damit dann fällt der Kompost richtig zusammen. Nicht das ganze Jahr so lassen und dann geht das viel langsamer, sondern ab und zu mal mit Laub oder mit einem Gras zudecken, muss zudeckt sein. Darum sollte man den Kompost nicht zu groß machen, dass die Oberfläche nicht so groß ist und dann kann man auch schön zudecken und alles, was an der Oberfläche ist, verrottet nicht und wenn wenig Oberfläche ist, dann verrottet es halt auch besser. Und das erste Jahr passiert am meisten. Also sechs Sachen, ja, wie gesagt, Papier und Laub und Stöckel und Pflanzen. Und wenn man das nächste Jahr anschaut, ist dann das der Haufen. Also aus dem Stöckel ist dann schon sowas mal. Das schaut schon ziemlich verrottet aus. Und da hat man dann schon richtige Erden eigentlich. Noch, unten ist dann das schon. Oben drum ist noch ein bisschen was anderes. Da sind dann noch so Dürre. Das ist auch von irgendeinen Pflanzen. Kohl. Oder das ist dann der Wurzelbrunnen, der wo dann schon der Teil da fällt. Auch super. Und das Gras, das ist das, wo oben drum liegt. Das verrottet dann nicht direkt an der Oberfläche, bloß weiter unten drin. Und das ist, liegt dann oben drum, drum wie das da auch her. Das ist dann auch so. Also das erste Jahr passiert am meisten, weil wenn ihr da schaut, das ist noch nicht viel anders. Da sind immer noch Stecker drin. Mein Opa hat aber gesagt, Stecker braucht es gar nicht an Kompost. Das wird in 100 Jahren kein Kompost, hat der mir gesagt. Und das stimmt nicht. Stecker sind ganz wichtig. Sollten nicht länger sein über 30 cm, sonst könnt ihr es nicht mehr umschaufeln oder mit der Gabel umgraben, weil die Stecke, die Spalte ja rein, das bringt es nicht mehr auseinander. Und wenn das nicht länger wird, 30 cm ist, dann hat das wunderbar hin. Und die Stecker bleiben wirklich lang drin. Die seht ihr vielleicht sogar am Beet ganz zum Schluss noch 4 Jahre, wenn es einen Kompost ausbringt oder einarbeitet am Boden drin. Aber das macht nichts. Die dürfen ein paar Stecker rumliegen. Schaut ja nichts. Vielleicht da fällt sich der Schneck und ist dort. Also für irgendwas wird schon gut sein. Auf jeden Fall schon das nichts. Und wenn es dann im Boden drin ist, wenn es das einarbeitet, dann ist es sowieso bald verrottet, der Stecker. Und da sind eigentlich nur gute Sachen drin, dort an so Stecker, Bakterien und Schwammerl, die tun der Pflanzen überhaupt nichts. Das passt schon. Also da sind immer noch Stecker, da ist jetzt schon der Dreijährige quasi und da ist dann der Vierjährige. Und da sage ich euch bloß, das seht ihr jetzt nicht so auf dem Video, das sind auch immer noch Stecker drin, aber das ist schon totaler schöne Erden. Und die kann man jetzt auch nicht jetzt gerade zum Eintopfen nehmen, da müssen wir es nämlich dämpfen. Hat man früher gemacht. Das große mit Öl beheizte Dampfkessel, die haben noch Dampf
an die Erde gebracht und dann ist das dämpft worden, dann war das steril und da haben wir einigermaßen noch anfangen können. Ist lang vorbei. Aber die kennst den die Erden, die nach 4 Jahren, den Kompost, kennst dann einfach ausbraten im Freien, flach und ganz dünn, vielleicht so 2 cm, so je nachdem, sage ich jetzt einmal, jetzt ist es übrigens. Und dann eingraben oder ja, fräsen, wenn ihr eine habt, dann nehmt eine, ansonsten eingraben. Ein wenig, einarbeiten. Und schon ist es erledigt. Der ist nicht mehr giftig und auch nicht mehr scharf, da könnt ihr auch nichts aufarbeiten, da könnt ihr es einfach einpflanzen. Das passt, da ist nichts. Das Wichtigste beim Kompost ist nicht der Dünger, wo da drin ist, die Nährstoffe, die sind so langsam verfügbar, naja, das ist toll, aber bringt auf die Schnelle jetzt nicht wirklich was. Das Wichtigste ist die organische Masse, die am Boden kommt. Das ist ein Traum für die Wurzeln, das mögen die total gern. Wenn die lauter Letten und Lorm haben, oder eine andere Landstriche, gibt es dann vielleicht einen kiesigen Boden, und das ist alles nichts Gescheites. Da, in dem Kompost, da halten sie dann die Nährstoffe, die man reintut, wenn man wieder düngt, egal ob mineralisch oder organisch dann düngen, und da hält sie das Wasser, und da halten sie auch Bodenlebewesen, die Pflanzen wieder braucht, die in Symbiose lebt mit denen Bodenlebewesen. Es braucht einfach organische Masse im Boden, das haben wir natürlich viel nicht, weil man bloß immer nimmt und nicht wieder was reintut, und darum ist der Kompost so wichtig, dass das organische Masse im Boden nicht bringt. Und das könnt ihr so machen. Und manche ärgern sich halt einfach und sagen, ich brauche keinen Kompost mehr, weil der stinkt und ist furchtbar gewesen und saftelt alles so. Also das stimmt, wenn man nur Gartenabfälle hat und nur Rasenschnitt, dann ist das nichts, da ärgert man sich bloß. Aber wenn ihr ein bisschen was anderes habt und Papier nicht jetzt und jetzt habt, das könnt ihr ja draußen in Ranker ein wenig mit der Sehns abmachen, da stört doch keinen. Haben wir früher auch gemacht. Und dann nehmt ihr einen Sack voll mit und dann habt ihr groß, dann könnt ihr sauber zudecken zwischendrin immer wieder und dann kriegt ihr einen ganz anderen Kompost. Das groß sagt auch Feuchtigkeit auf, es ist Luft drin, weil es nicht so weit zusammengeht und es verrottet super. Ist an sich ein super Kompost, ein groß, aber dieses mastige, papperte groß, das man ja normal im Rasen hat bei uns, so ein Zentimeter, ein paar Zentimeter, das ist nichts. Das ist leider schlecht, wenn man es nicht trocknet. Schade, aber es ist so. Und da sagen die Leute, ja, lieber habe ich. Ich kenne Leute, die haben ein Gartel, gar kein kleines, haben aber keinen Komposthaufen, weil sie sagen, da können wir bloß pflegen und es so saftelt so und es stinkt so. Und, aber wenn man so einen nicht hat, dann die Dinger oft Leute gar nicht. Und die haben eine Balkonbläme irgendwo einen Recyclinghof auffahren, ewig schade, weil es eine gute Erde. Und die Staukel dort, das ist echt gut, dass man das, da heute das den Komposthaufen offen. Das ist das Allerwichtigste. Und ob ihr jetzt sowas Viereckers baut mit Bredel, die wo einen Abstand haben, oder ob ihr es fertig kauft, ist egal. Am besten weißt du, dass es direkt dann einen Haufen am Boden hin, weil es da vom Boden auch die Viecher reinkommen und es läuft die Flüssigkeit raus. Das ist alles sehr natürlich. Und wenn es da sowas Viereckert hat, wo unten zu ist, das ist schlecht. Also, was soll das Wasser hin? Das haut nicht hin. So, das war es jetzt erstmal für den wegen Kompost. Also 4 Jahre muss er alt sein. Und ja, noch nicht ganz fertig. Also jetzt habt ihr das alles so gemacht, jetzt habt ihr die Sachen da hier, jetzt habt ihr ab und zu mal ein Gras drauf da oder ein Laub und wieder frischen Kompost drauf da, Blale vom Salat und andere Küchenabfälle, Tomatenscheune und was weiß ich, was man da war, Zwiebelscheune, was ich da so alles anfällt. Dann habt ihr ein bisschen Steckerl rein da von den Streicher. Nicht länger bei 30 cm, wieder mal rein und dann seid ihr der Kompost fertig. Im nächsten Jahr, im Frühjahr, also macht ihr einen neuen Kompost und den setzt ihr um. Und zwar einfach von oben nach unten, da daneben hinschaufeln, dass der Haufen daneben liegt und da ist noch nichts mehr und da fängt es wieder mit einem neuen Kompost an. Und den schaufelt ihr noch wieder um und so habt ihr zum Schluss 3 Haufen oder 4 Haufen. Die wird dann den 4. der wird aber fortgefahren im Frühjahr oder schon im Herbst, wenn es wollt. Dann verrottet er über den Winter auch noch mehr ein bisschen besser, weil es ja halt meistens im Winter feuchter ist. Da verrottet er, wenn er auf der Oberfläche liegt und da passt es. Könnt ihr auch machen. Aber wichtig, dass 4 Haufen macht. Jetzt könnt ihr nicht bloß 1 Haufen machen und den lasst es. Wir kommen es dann nach ein paar Jahren an die untere Erde, dann müsst ihr es so rausschaufeln, so mühsam, das macht auch keinen Sinn. Aber es braucht nicht so viel aufpassen. Wenn ihr das beachtet, ist es gar nicht so wichtig. Also es braucht kein Kompostthermometer, es braucht keine Kompostbiomkaufer, es gibt oder es irgendein Kompostbeschleuniger und. Sowas braucht es alles nicht.
Weil wenn du es wisst, dass im ersten Jahr sowieso eine Massereduktion von 50% bestimmt, eher mehrer, habt, dann geht der sowieso nicht an Weg um der Kompost. Es ist nur das erste Jahr ein bisschen mehr. Das ist klar. Das glaube ich, war es jetzt vorerst von wegen Kompost. Sonst meine ich, wollte mir jetzt gerade nichts selber, wenn mir noch was einfällt, dann sage ich es einmal, ich schauen wir mal ins Freien aus, wie der Kompost so auf dem Feld liegt und wie es da weitergeht. Und dann gehen wir zum nächsten. Alles klar. Danke, pfiat euch.